Wer hat den Literaturnobelpreis gewonnen in diesem Jahr? Ich wusste, das hat sich durchgesetzt. Hertha Müller. Hertha Müller, herzlichen Glückwunsch. Unter anderem für ihr Buch. Wie heißt das Buch? Atemschaukel. Wie heißt das Buch? Atemschaukel. Ja, Atemschaukel. Bringt 120.000 zusätzlich verkaufte Exemplare der Literaturnobelpreis, habe ich gehört. Im Gegensatz zum Deutschen Buchpreis bringt 200.000. Auch bei Büchern, man glaubt es nicht, geht es um Geld. Hertha Müller kommt aus demselben Ort wie Bela Lugosi, der große Frankenstein-Darsteller. Wir finden allerdings, dass es eine Ähnlichkeit mit dem deutschen Schauspieler Max Schreck gibt, den viele von uns noch kennen aus Nosferatu von F.W. Murnau. Allerdings muss man sagen, die Hertha Müller-Fanartikelindustrie boomt. Viele sagen jetzt zum Beispiel, ich würde gerne mir eine Frisur machen wie Hertha Müller. Auch Helmut Zerlett, der sich als Erster diesen neuen Look hat machen lassen. Und das können Sie auch bei uns im Ersten bestellen. Und natürlich ist die Frage, was sagen denn Prominente? Die meisten haben sich wirklich wahnsinnig gefreut und haben gratuliert zu diesem Nobelpreis. Unter anderem Roman Polanski sagt, oh mein Gott, hatte ich mit der auch was für 50 Jahren, die kriegt 50.000 Euro. Reichanitzki, Literaturpreis Hertha Müller, dazu sage ich nichts, ich spreche nur über Literatur. Klitschko, ich nicht Vitali, ich Wladimir. Und Beckenbauer, es wurde auch langsam Zeit, dass Hertha mal was gewinnt. Die einfachen Dinge. Die einfachen Dinge.